Hey ho, ihr lieben Leute, grüßt euch zu The Escapist Folge. Na, 50. Wir haben hier Putti Putti und Plastik. Sehr schön. Und hier haben wir noch so eine Tasse und ein Feuerzeug und Schokolade. Und dann können wir wieder geschmolzene Schokolade machen und damit einen ausnocken, einen Wärter und einen Schlüssel klauen. Und dann müssen wir mit diesem Schlüssel ganz schnell hier dieses Dings hier formen und ein Negativ erstellen, damit wir daraufhin den Schlüssel haben und nicht den Wärter. Also damit der Wärter nicht sagt, Achtung, gemeldet, ein gestohlener Schlüssel ist im Umlauf. Weil sonst kommen wir wieder in Einzelhaft. Und das wäre scheiße. Weil ich habe keinen Bock auf Einzelhaft. Also gehe ich hier an mein Desktier und packe das erstmal hier rein. Hoffe, dass wir nicht durchsucht werden. Weil wir brauchen Intelligenz. Erstmal wieder hier ein bisschen. So. Morris, was hast du dabei? Talgumpuder brauchen wir erstmal nicht. Ich brauche Duct Tape. Die Ducktails. Wo ist denn der letzte Shop? Es sind noch immer zwei Shops eigentlich. Okay, den können wir verprügeln. Das klappt schon. Morris verprügeln ist ganz okay. Wir sagen einfach mal hier ja. Zu Stewards Gefallen. Fuck! 34! Auf einmal erscheint dort Duct Tape einfach so. Er sagt, will er mich eigentlich verarschen? Locate the roll of duct tape for Stewart. Und Stewart verkauft eine Rolle Panzerband. Will er mich eigentlich veräppeln? Der hat sie doch nicht mehr alle. Gib mir Geld. Okay. Oh. Wer wird jetzt durchsucht? Ich habe keine Ahnung, wer durchsucht wird. Geht mal hier raus. Ich muss da rein. Brauche ein bisschen mehr Intelligenz. Nein, bitte nicht. Komm nicht rein. Dankeschön. 1, 2, 3, 4 mehr Intelligenz. Nein, da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Fuck you. Bitte nicht. Ich gehe ja schon. Ich gehe doch schon. Tschüss. So, was habe ich jetzt? 43. Yes. So, jetzt kann ich hier so geschmolzene Schokolade machen. Wen soll ich jetzt verprügeln? Welchen Officer? Rahul. Fischlumpf verprügeln. Allerdings. Huch, was ist mit dem los? Geht mal weg. Komm, hopp ab. Crafting. Unvarnished Chair. 3 Holz. Okay. Ich muss Spielzeug machen. Oh nein! Wie geht es? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ist das hier mein Job? Nee. Der Job war hier hinten oben. Das da ist Spielzeugmacher. So, wie funktioniert das? Being the master craftsman that you are, take the chisel item and wood block from the wood container on the left. Craft these two items together to make toys, which are then placed into the toy container on the right. Okay. Crafting. Zack, zack. Tada. Wooden joystick. Zack. Okay. Dann machen wir das so. Und 4 und 3. Okay. Ja, das ist einfach. Wir nehmen 2 raus, gehen auf Crafting. Craften die 2. Oh, ein Roller. Schön. Was ist das? Egal. 4 und 3. Na, ja, das ist doch ein guter Job. Ich mag deinen Job. So, Crafting. Zack, zack. Zack, zack. Ups. Ah ne, der ist hier. 3, 4. Ah, das ist. Hey, das geht gut. Das geht gut. Ja. I'm the Toy Master. I'm the Master of Toys. All the girls and boys. Welcome to my Wonderland. I'm the Angel of Joy. Oder so. Das war jetzt Avantasia. Jetzt habe ich gerade Avantasia zum Besten gegeben.
Hey, ich habe mein Pensum erreicht. So, egal, ich mache noch ein bisschen mehr. Vielleicht kriege ich ja dann... vielleicht kriege ich ja dann mehr Geld. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich glaube nämlich eher nicht. Ich möchte hier durch... Ich brauche was zum Graben. Das ist... Oh, das ist auch ein guter Plan. Das ist ein guter Plan, glaube ich. Den kann ich eh nicht in die Tat umsetzen. Ich arbeite, keine Sorge, keine Sorge. Bin ein fleißiger kleiner Arbeitself. Dude, dude. So, fleißiger kleiner Weihnachtself. All the dude day. Hey, hey. All the dude day. Ich brauche einen Officer mit einem Schlüssel. Wo ist meine Zelle? So, das da und das da. Ich brauche Officer Rahul. Der hat keinen Schlüssel dabei, dieser Wichser! Pardon. Piep. Ah, na immerhin war das jetzt hier ein Job für mich, der Geld gebracht hat. Stuhl! Och Mann, ich hab gedacht, der hat einen Job für mich. Fuck off. Ohne Witz. Immerhin habe ich noch eine Tasse. Ich brauche ein Feuerzeug. Oh, ich habe gedacht... Der kam doch gerade hier oben raus, wo die blauen Schlösser sind. Wieso hat das nicht geklappt? Kommt der jetzt hier rein? Lass mich in Ruhe. Hör auf, mich zu verprügeln. Ich habe dir nichts getan. Ich habe gar nichts getan. Lass mich zufrieden. Aber jetzt hier, wo ist Morris? Irgendwo war doch Morris. Hä? Morris hatte doch Panzerband für mich. Ein Crafting-Rezept. Und ein Feuerzeug. Feuerzeug auf jeden Fall mal. Panzertape kostet nur 54, glaube ich. So, ich brauche hier... Da! Rodney! Rodney! Hey! Du Arschloch! Warum hast du kein Panzerband bei dir? Wichs... Nein, das sage ich jetzt nicht. Das sage ich nicht. Ich durchsuche einfach seinen Desktop hier. Seinen Schreibtisch. Das ist meiner. Das ist meiner. Käsegesicht waren wir schon. Stuart. Stuart hat bestimmt Panzerband in seinem Schreibtisch. Du Wichser. Warum sage ich jetzt oft Wichser? Ja, ein Baseballschläger. Ich brauche einen Baseballschläger. Ich habe schon lange keinen Baseballschläger mehr gehabt. Baseballschläger sind äußerst praktisch. Ja, Louis. Stimmst du mir zu? Was hast du in deinem Schreibtisch hier so Schönes? Nice. Weißt du? Flimsy Shovel, Sheet Metal und Duct Tape. Toll, noch mehr Duct Tape. Wie macht man eine kleine Schaufel? Ich glaube hier mit irgendwie Metall. Officer Sang, läuft jetzt hier rein? Nee. Rodney? Okay, Rodney hat nichts Neues in seinem Inventar zu verkaufen. Habe ich was Illegales dabei? Nee, ich glaube, da sind mir zu viele drin. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu riskant. Da sind zu viele. Dann werde ich jetzt schauen. Abendessen. Während dem Abendessen kann ich ganz kurz reinrennen und ein, zwei Seiten durchblättern. Ganz schnell. Ganz schnell und heimlich. Bisschen schlauer werden. Just a little bit. Oh yeah, just a little bit. Komm, eins noch. Oh, wir gehen raus. Eins noch. Eins noch, aber jetzt gehe ich raus. Das genügt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts. Fuck. Ah. Stuhl. Spritziger Stuhl. Bentley. Nö. Nö.
Käsegesicht. Nö. beat up Morris. Get Rodney's poster from Officer Isaiah. Okay, Officer Isaiah müssen wir auch verprügeln. Na gut, 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 gut. Egal, jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen trainieren. Gehen wir ein bisschen trainieren. Und zwar die Schnelligkeit. Und jetzt gehen wir duschen. Beziehungsweise... Oh, nein. Nein, nicht Officer Mettwurst. Oh, die verprügeln sich. Ich hoffe, da kommt was Gutes bei raus. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, die kann man ja hochheben. Aber die haben keine schönen Sachen dabei für mich. Nee, komm, ich nehme mal einen Rodney mit. Dann ist er wenigstens in der Dusche. Komm mit, Rodney, wir gehen duschen. Oder ich lege ihn hier in die Kacke. So. Entschuldigung, Rodney, tut mir leid. Louis. Okay, Moment. Beat up Morris. Och, das ist mir alles zu schnell. Jetzt ist schon wieder Abendzeit. Fuck. Ich brauche immer noch Duct Tape. Mann, komm mal her, Käsegesicht. Kein Duct Tape. Bitte Duct Tape. Fuck. Auch nicht. Ah, oh, shit. Zum Glück habe ich hier so viel Schokolade. So. Okay. Officer Isaiah muss ich verprügeln. Zellenschlüssel. Okay. Ich kann es schaffen. Yes. Und dann? You need four. Och nö. 5 mehr Intelligenz brauche ich. Shit. Oh shit. Aber Cell Key Mold habe ich schon mal. So. Und jetzt Evening Free Time. Au! Lass das. Wenn das Abendappell anfängt, renne ich oben rein und trainiere ein bisschen meine Intelligenz. So, der lässt mich jetzt in Ruhe. Au! Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay, also ich habe jetzt gerade gesehen, Krankenbesuch kostet 10 Dollar. Ich stand doch nur hier an der Schwelle, Mann. Ich stand nur hier auf der Treppe. Darf ich da nicht stehen? Ja gut, 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 gut. I'm a victim of Flexism. Jetzt bin ich ein bisschen planlos. Gleich ist Abendappell in einer halben Stunde. Trespassers will be slapped. Sklatsch. Nackenschlag. Ja, meistens schießen sie ja mit irgendwas auf mich. Dumm-dumm geschossen oder so. Diesen blöden kleinen Kugeln. Die sie in amerikanischen Gefängnissen verwenden, wenn Häftlinge eben fliehen. Die tun arschig weh. So. Der geht da jetzt rein. Und kommt demnächst wieder raus. Logischerweise. So, und ich gehe jetzt hier geschwind rein. Ganz geschwind. Und brauche 5 Intelligenz. 5 Intellekt.
Intellent. Intellent, nein. Nein, nein, nein. Kommt nicht hier rein. Kommt nicht hier rein. Nicht hier rein. Nicht hier rein. Bitte nicht. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh oh. Scheiße. Egal. Egal, das passt schon. Das passt schon. Yes! Ich glaube, ich habe genug Intelligenz. Bumm. Zellenschlüssel. Halt. Hier. Zack, zack. Und zack, zack. Yay. Yay, Baby. Mhm. Jetzt brauche ich nur eine Taschenlampe und ein, vielleicht ein Officer-Outfit. Eventuell. Okay, okay, okay. Ich hoffe, niemand spült meine Toiletten. So, die kommen jetzt und schließen hier ab. Und dann komme ich aber auch wieder raus. Ich könnte ausbrechen. Aber ich habe leider noch nichts. War das? Nee, das war so ein orangenen, gell? Versorgungsschachtschlüssel. Das war kein Zellenschlüssel. Scheiße, ich glaube, das war... Weil dort hinten oben bei meiner neuen Arbeit ist doch so ein kleiner Schacht. So wie der hier, mit der Leiter. Aber das ist ein orangener Schlüssel und kein gelber. Egal, das schaue ich morgen bei Tag, ob das klappt mit dem Schlüssel. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dear Escapers, Townsrin, können Sie raushauen? Also haut rein, Leute.